Gegen Abend gibt es endlich neue Hoffnung, Licht ins Dunkel zu bringen. Denn Tobias Hecker, der Melissa schon einmal in der Umkleide des Hockeyvereins betatscht hat, ist den Polizisten ins Netz gegangen. Der 19-Jährige ist mehrfach wegen Körperverletzung vorbestraft. So, Herr Hecker, die Kollegen haben Sie ja festgenommen, wegen eines bestehenden Haftbefehls. Sind mal wieder nicht vor Gericht erschienen. Ja. Aber wir möchten was ganz anderes von Ihnen. Die Melissa Ernst, Mädchen aus dem Hockeyverein, sollen Sie gestalkt haben, belästigt, bis in die Umkleide verfolgt, begrabbelt. Was sagen Sie dazu? Begrabbelt. Ich hab die nicht belästigt, gestalkt, kann ich nicht, nö, stimmt nicht, ist nichts dran. Wir haben aber noch eine weitere Zeugin, die Anna Sartorius, ebenfalls im Hockeyverein, die hat das beobachtet. Ganz hörig an der Wäsche sitzt ihr. Naja. War richtig grob. Ich hab sie vielleicht mal am Hintern angefasst in der Umkleidekabine. Aber glaub, ich spinne, mal am Hintern angefasst. Mehr war da wirklich nicht. Mehr war da nicht? Das Mädel ist schwanger geworden, hat vor ein paar Tagen entbunden. Hä? Sie haben sie zum Sex gezwungen. Wir reden hier von einer Vergewaltigung. Jetzt Vergewaltigung? Ja, das ist euer Ernst jetzt? Ich hab sie einmal angefasst, ein einziges Mal. Na, das hat ja gereicht. Die hat mich noch nicht mehr drangelassen. Ich hab keine Ahnung, wer den Braten drin geschoben hat. Ich weiß es, keine Ahnung. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Okay. Wir kriegen sowieso raus, wer der Vater ist. Wir machen jetzt nämlich eine DNA-Probe bei Ihnen. Können Sie freiwillig machen? Nö, oder per richterliche Anordnung? Mag nicht, sieht mich an. Wenn wir eine richterliche Anordnung einholen müssen, sitzen Sie in der Zelle bloß noch länger, bis die Kollegen Sie holen. Freiwillig, umso schneller kommen Sie hier raus. Ja. Wie sieht's aus? Dann machen wir halt. Mein Gott. Sehr schön. Gut, Herr Hecker. Dann machen Sie mal das Maul auf, da können Sie doch am besten. Plötzlich Großmutter. Melissa Ernst hat von ihrer Mutter Vivian unbemerkt ein Kind bekommen. Möglicherweise als Folge einer Vergewaltigung. Doch die 15-Jährige verschweigt beharrlich, wie es zu der Schwangerschaft gekommen ist. Mit ihrem Ex-Mann Gerd will Vivian gemeinsam eine Lösung finden, um Melissa und der kleinen Lilly beizustehen. Sag mal, wie soll das denn jetzt weitergehen? Du, ich habe mit Hilfe der Anwältin die Vormundschaft für das Kind beantragt. Schaffst du das denn? Ich meine, Berufstätigkeit, Kindererziehung, jetzt noch ein Baby. Klar schaffe ich das. Es gibt vom Jugendamt so eine Art Familienhelferin. Die passt dann auf die Kleine auf, während ich arbeite und Melissa zur Schule geht. Du weißt ja, wenn irgendwas mit Melissa ist oder dem Baby, dann kannst du auf mich zählen. Ja. Danke, aber das schaffen wir auch alleine. Du hast mir vorher auch nicht geholfen. Sag mal, hat Melissa denn jetzt irgendwas gesagt? Nein, sie schweigt immer noch. Ich denke einfach, dass sie nicht redet, weil sie traumatisiert ist oder so. Aber dieser DNA-Test wird ja dann zeigen, ob dieser Tobias Hecker ihr was angetan hat. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wenn der ihr was angetan hat, Vivian, ich kann für nichts garantieren. Aber jetzt mal was Erfreuliches. Ich habe die Kleine ordnungsgemäß beim Standesamt als Lilly Ernst angemeldet. Aha. Und diese Lydia Klingenberg, du weißt doch, die Krankenschwester, die Melissa bei der Geburt geholfen hat, hat den Geburtszeitpunkt bezeugt. Und dann ging das? Ja, das ging so, ohne Probleme. Mal, hast du Klingenberg gesagt? Ja, Lydia Klingenberg. Mit dem kenne ich den Namen. Woher? Keine Ahnung, komm, lass uns mal an deinen Computer gehen. Das schauen wir mal nach. Ich weiß nicht woher, aber ich habe den schon mal gehört. Hier ist mein Tablet, kannst du benutzen. Also Lydia Klingenberg. Sag mir nichts. Klingenberg. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt. Das ist sie doch. Keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie gesehen, ich kenne nur den Namen. Guck mal hier. Komm, kennst du den nicht? Klar, den kenne ich. Das ist der Hockeytrainer von Melissa. Andreas Klingenberg. Und diese Lydia Klingenberg ist seine Schwester. Hör mal, das kann doch kein Zufall sein. Also denkst du wirklich, dass er eventuell unsere Melissa vergewaltigt hat? Aber Vivian, das will ich mir nicht ausmalen. Ich kann ausmalen, mir das aber nicht aber vorstellen. Der war immer so nett gewesen. Melissa ist seine Schutzbefohlene. Komm, wir gehen zu deiner Anwältin. Die muss das klären. Wenn da was passiert ist, den mache ich fertig. Kurz darauf erreicht das Ex-Ehepaar die Kanzlei von Anwältin Silvia Beutler-Krovas. Hallo. Wir müssen ganz dringend mit Frau Beutler-Krovas sprechen. Kommst du durch? Frau Beutler-Krovas? Ja.
entschuldigen Sie, dass wir so hier reinlassen, aber wir müssen Ihnen ganz dringend etwas mitteilen. Ja, ich habe auch ganz tolle Nachrichten. Und zwar, das Familiengericht hat mitgeteilt, dass der Antrag auf Vormundschaft durch ist. Ist das nicht super? Ja, das bedeutet, das Thema Pflegefamilie ist endgültig vom Tisch. Das Einzige ist, das Jugendamt wird wahrscheinlich nochmal bei Ihnen vorbeikommen, um sich die familiären Verhältnisse und die Wohnverhältnisse nochmal anzugucken. Das ist ja kein Problem. Aber denke ich auch, haben Sie kein Problem. Nein, mit. Jetzt, aber... Die nächste Nachricht ist, dieser Tobias Hecker ist definitiv nicht der Vater von Lilly. Ich meine, das schließt natürlich nicht aus, dass da in irgendeiner Form sexueller Übergriff stattgefunden hat. Aber der Vater vom Baby ist er definitiv nicht. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich mit Melissa unbedingt noch mal reden, dass sie damit rausrückt, wer der Vater ist. Ne? Genau. Deswegen sind wir ja hier, Frau Reuter-Kuras. Diese Lydia Klingenberg hier. Lydia Klingenberg? Die ist hier verlinkt mit Andreas Klingenberg. Die mit dem Baby? Genau, das ist der Hockeytrainer von Melissa. Andreas Klingenberg, der Bruder von Lydia Klingenberg. Ja, ach, das kann doch kein Zufall sein. Der hat meine Tochter vergewaltigt. Was soll ich denn jetzt machen? Also seien Sie mal vorsichtig mit solchen Anschuldigungen. Das, wo ist Melissa jetzt? Die ist beim Hockeytraining, die wollte einmal zuschauen. Okay, also passen Sie auf. Dann werden wir uns auf jeden Fall diesen Typen mal vorknöpfen und werden mit dem reden. Ja, haben Sie Zeit jetzt? Ja, natürlich. Okay, prima. Ich sag vorne Bescheid, dass ich im Moment weg bin. Und dann fahren wir da jetzt hin. Ja. Sollte sich der Verdacht der Eltern erhärten und tatsächlich ein sexueller Kontakt zwischen Melissa und dem Hockeytrainer stattgefunden haben, dann wäre das auf jeden Fall sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Und das ist strafbar. Nur wenig später treffen die Anwältin und ihre Mandanten an der Hockeyhalle ein, um den Trainer ihrer Tochter zur Rede zu stellen. Melissa! Diese Lydia Klingenberg ist doch die Schwester von deinem Trainer. Was? Hast du was mit deinem Trainer? Hat er dir was angetan? Nein, Melissa, warten Sie doch mal bitte. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich glaube, Melissa macht gerade zu. Ich versuche mal mit ihr zu reden. Ja, warten Sie hier. Melissa! Melissa, warte doch bitte mal. Melissa, warte mal bitte ganz kurz. Ich will dich nicht nerven. Ich weiß, dass die alle wirklich furchtbar auf den Senkel gehen. Aber wir müssen Gewissheit haben. Ist dein Hockeytrainer der Vater von dem Baby? Nein, Andreas ist gar nichts. Melissa! Melissa, bleib stehen. Weißt du, das muss ja nicht ganz freiwillig gewesen sein. Hat er irgendwas gemacht, was du nicht wolltest? Nein, so ein Quatsch. Melissa, jetzt warte. Warte. Das ist doch schon ein komischer Zufall, dass ausgerechnet die Schwester von deinem Hockeytrainer die Frau ist, die dir bei der Geburt hilft und die das Baby zu sich nimmt, oder? Was? Sie ist die Schwester? Ja, das kann ich doch nicht wissen, dass sie die Schwester ist. Nee, Melissa, jetzt reicht's. Melissa, bleib stehen, bitte. Es reicht. Wir müssen hier jetzt wirklich Gewissheit haben und wir müssen diese ganze Sache jetzt aufklären. Ich werde jetzt mit irgendeinem hier reden, der verantwortlich ist für diesen Verein und ich werde mit deinem Trainer reden. Mann, wir müssen dem Jugendamt mitteilen, wer der Vater ist. Du hast hier eine Menge Scherereien, eine Menge Rennereien. Erspar dir das doch. Melissa, es wäre wirklich gut, wenn du mitkommst und wenn du hilfst, das hier alles aufzuklären. Das ist doch nur in deinem Interesse. Jetzt komm. Na gut, wenn es sein muss. Okay. Ich hoffe, dass wir den Trainer von Melissa jetzt auch gleich hier antreffen und bin schon sehr gespannt, was er zu der Sache zu sagen hat. Sollte er abstreiten, der Vater von der kleinen Lilly zu sein, dann muss ich auf jeden Fall ein Abstammungsgutachten einholen. Doch obwohl die Anwältin mit Familie Ernst das gesamte Gebäude absucht, gibt es nirgendwo eine Spur des gesuchten Hockeytrainers Andreas Klingenberg. In der Sporthalle treffen sie schließlich auf den Vereinsvorsitzenden Hubert Weyers. Ja, kriegen Sie keinen Schrecken. Die Familie Ernst hat mich mitgenommen, weil wir ein paar Informationen über den Herrn Klingenberg brauchen. Ja, das ist ein bisschen delikat, aber wir haben die Vermutung, dass er der Vater von dem Baby sein könnte. Was? Nein. Das ist ja ein hartes Ding. Ja gut, es ist, wie es ist. Er ist seit einer Woche schon bei unserem Partnerverein in Rom. Also. Ach. Okay. Kommen leider ein bisschen zu spät. Das ist ja mal ein komischer Zufall, oder? Ich darf mich verabschieden, ja? Ja. Ich wusste davon nichts. Ich habe doch gar keinen Kontakt mehr mit Andreas, seitdem ich nicht mehr trainiere. Mann, Melissa, ich glaub dir nicht. Jetzt sag doch endlich mal die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich habe nichts mit Andreas. Jetzt hör jetzt auf, Melissa. Wo ist dein Handy? Sag mal. Gib mir dein Handy, wenn du schon nicht reden willst. Pass auf das Baby auf. Was wir ja sonst rauskriegen, was hier los ist. Spinnst du eigentlich? Vielleicht habe ich auch Privatsphäre? Beruhig dich mal ein bisschen. Die Kleine schläft. Und? Ja, da haben wir es doch schon. Gucken Sie sich das mal an. Ach. Okay. Wie kannst du nur? So viel dazu. Kein Kontakt, ne? Vor einer halben Stunde hast du geschrieben, Melissa.
Lieber Andi, Lili und mir geht es gut, aber ich habe Angst. Meine Eltern und die Polizei stellen ständig Fragen. Die Anwältin auch, was soll ich machen? Bitte melde dich, Kuss. Woraufhin er postwendend antwortet, bitte sage nichts, halte durch, in 6 Monaten hole ich dich nach. Ja. Melissa, was Andreas, hat das zu bedeuten? Es gibt tausende Andreas. Das heißt ja nicht, dass es mein Hockeytrainer sein muss. Jetzt rede doch endlich. Sag nicht, dass du eine Beziehung mit diesem Typen hast. Wenn ich dir aber diese Fotos hier zeigen darf, ja? Kommen dir die bekannt vor? Könnte das Herr Klingenberg sein? Auf deinem Handy? Mit diesen Nachrichten? Hm? Rede! Willst du uns für dumm verkaufen? Kannst du mal bitte leiser reden? Ja, okay. Ich habe eine Beziehung mit Andreas. Und wenn ich 16 bin, dann wollte er mich nachholen nach Rom. Aber wir lieben uns. Wie, wenn du 16 bist? Was hat das damit zu tun? Ja, wenn ich 16 bin, dann dürfen wir offiziell zusammenziehen. Sagt wer? Sagt Andreas? Ja. Was für ein Schwachsinn. Auch mit 16 bist du noch minderjährig. Und das bedeutet, dass du ohne Zustimmung deiner Eltern nicht eigenmächtig deinen Aufenthaltsort bestimmen kannst. Das kannst du erst, wenn du volljährig bist, mit 18. Der hat dir einfach mal Blödsinn erzählt. Das kann doch gar nicht sein. Andreas hat sich informiert. Ach, er hat sich informiert. Na, da schlussfolgere ich hier doch mal messerscharf, dass der gute Andreas schon seit längerem geplant hat, irgendwie hier ins Ausland zu gehen, oder? Ja, wir haben es geplant. Und wenn ich 16 bin, wollte ich nachkommen. Und bis dahin hat mir halt seine Schwester Lydia geholfen mit dem Baby. Ey, dieser Typ muss angezeigt werden. Der hat meine 15-jährige Tochter missbraucht. Missbraucht? Ja. Das war alles freiwillig. Wir lieben uns. Oh, um Gottes Willen, ihr liebt euch. Mensch, Kind, wenn er dich lieben würde, dann hätte er dir doch so etwas nicht angetan. Dann hätte er gewartet. Beruhigen Sie sich, ja? Erstens wacht das Baby auf, wenn wir so laut sind. Und zweitens kommen wir bei Melissa sowieso gerade nicht weiter. Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach noch mal zu diesem Herrn Weyers und fragen ihn, ob er uns die Kontaktdaten von diesem Verein in Rom geben kann. Dass wir irgendeine Möglichkeit haben, den Klingenberg zu kontaktieren. Ja? Okay, danke. Irgendwas ist hier komisch. Die Bilder, die auf dem Handy waren, die zeigen den Herrn Klingenberg in Rom. Aber irgendwie sah das überhaupt nicht echt aus, sondern mehr wie so eine Fotomontage. Ich habe vielmehr die Befürchtung, dass der sich hier aus dem Staub gemacht hat, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Ich werde meinem Privatdetektiv mal die Bilder schicken und dann kann der gucken, ob die echt sind oder nicht. Während Melissas Vater Gerd seine Tochter und ihr Baby nach Hause bringt, begleitet Mutter Vivian die Anwältin in deren Kanzlei. Von dort kontaktiert Silvia Beutler-Krovas umgehend Luciano Paresi, den Ansprechpartner des befreundeten Hockeyclubs in Rom. Hallo. Hallo, Signor Paresi? Ja, ich bin. Pane Tedesco? Ah, prima, super, dann können wir in Deutsch weitermachen. Ich bin Rechtsanwältin Beutler-Krovas aus Deutschland. Kein Schrecken kriegen. Ich habe nur eine Frage an Sie. Wir suchen einen Andreas Klingenberg, der soll bei Ihnen als Hockeytrainer arbeiten. Ich kenne keinen Andreas Klingenberg. Es gibt keinen deutschen Trainer hier im Verein. Ich kenne keinen Klingenberg, gibt keinen deutschen Trainer. Und auch keine Pläne, einen einzustellen. Keine Pläne, einen einzustellen. Sind Sie sicher? Ja. Okay. Ja, könnten Sie sich vielleicht mal umhören, ob jemand anderer ihn kennt? Ja, ich kann mich umhören, ob dieser Herr Klingenberg mit jemandem Kontakt hat im Verein. Okay, Sie fragen mal, ob jemand Kontakt mit ihm hat? Ja. Prima. Ja. Würden Sie sich dann bei mir melden? Ja, klar. Okay, klar. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Schönen Tag noch. Bitte. Okay. Danke, tschüss. Tschüss. Haben Sie mitgekriegt? Was hat das denn jetzt alles zu bedeuten? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Also für mich macht das jetzt den Eindruck, als wenn dieser gute Herr Klingenberg sich abgesetzt hat oder da gerade bei ist, sich abzusetzen. Weil er natürlich ganz genau weiß, dass seine Affäre mit Melissa strafbar ist und weil er sich mit Sicherheit hier auch der Unterhaltspflicht entziehen will. Ja. Ach Gott. Na, endlich. Guten Tag, Frau Beutler-Krovas. Ja, hallo. Und haben Sie irgendwas rausgefunden? Wie Sie es vermutet hatten, die Rom-Fotos von Andreas Klingenberg sind alles Fotomontagen. Hab ich's doch geahnt. Das passt doch genau zu dem, was wir gerade erfahren haben. Also ich denke mal, die einzige Möglichkeit, wie wir eventuell eine Chance haben, noch irgendwie an ihn ranzukommen, ist über diese Lydia, über seine Schwester. Dass die vielleicht irgendwo weiß, wo der abgeblieben ist. Vielleicht hat er zu seiner Schwester noch Kontakt. Wir reden mit der, ja? Okay. Danke für Ihre Hilfe und wir beide hören uns. Okay? Schön. Wir fahren sofort zu dir hin. Ich hätte Melissa eine schönere große Liebe gewünscht und vor allem einen besseren Vater für ihr Kind. Hey, so ein Mistkerl. Da macht er sich einfach aus dem Staub und lässt die Kleine sitzen. Ey, ich bin so wütend. Ein Vater auf der Flucht.
Anwältin Silvia Beutler-Krovers und ihre Mandantin Vivien Ernst suchen fieberhaft nach Andreas Klingenberg. Der Hockeytrainer hat Viviens 15-jährige Tochter Melissa geschwängert und will angeblich in Rom eine Zukunft für die kleine Familie aufbauen. Doch dort hat ihn niemand gesehen. Weiß seine Schwester Lydia mehr? Wo ist denn nun ihr Bruder? Wo soll er denn sein? Er ist in Rom, so wie ich es Ihnen schon gesagt hatte. Andreas ist nicht in Rom. In dem Verein dort kennt man überhaupt nicht seinen Namen. Und die Fotos, die er Melissa angeblich aus Rom geschickt hat, sind doch nicht mal echt. Er hat meine Tochter hängen gelassen. So sieht es aus. Aber er hat mir was anderes erzählt. Er hat mir gesagt, dass sie aufrichtig liebt und dass er sie nachholen möchte. Und die Kleine auch, sobald sie 16 wird. Und natürlich. Sonst hätte ich ihm noch niemals geholfen. Mein Gott, ey, Frau Klingenberg, Melissa, die ist 15, ja? Wenn man der sowas erzählt, das ist okay, die ist ziemlich naiv. Aber sie sind eine erwachsene Frau. Das muss Ihnen doch klar sein, dass Melissa weder nachholen kann, wenn sie 15 ist, noch wenn sie 16 ist, noch wenn sie 17 ist. Weil solange sie nicht volljährig ist, sprich 18, kann sie ohne Zustimmung ihrer Eltern nirgendwo hingehen. Mein Gott, das ist totaler Schwachsinn, was er Ihnen erzählt hat. Sie stecken doch mit dem unter einer Decke. Jetzt sagen Sie doch einfach mal die Wahrheit. Ich stecke mit niemandem unter einer Decke, okay? Ich kann ihn versuchen anzurufen, aber... Ja, bitte. Ich habe halt seit Tagen nichts von ihm gehört. Es geht immer nur die Mailbox ran. Und? Wieder die Mailbox. Ja, super. Das Einzige, was ich halt noch von ihm habe, ist eine Mailbox-Nachricht. Ja, das spielt sich mal vor. Vielleicht hilft das. Hallöchen, Schwester. Mir geht's gut. Wie geht's dir so? Ich bin jetzt zugleich auf einer Wohnungssuche in Rom. Ja, wohne da gerade bei meinen Trainerkollegen. Da kennst du aber mein bester Freund. Wenn irgendwas ist, kannst du gerne melden, Schwester. Hab dich ganz doll lieb. Tschüss. Kann ich das nochmal hören, bitte? Einfach irgendein Geräusch im Hintergrund. Klar. Hallöchen, Schwester. Mir geht's gut. Wie geht's dir so? Das ist doch ein Fake, Frau Klingenberg. Da hört man, wenn auch nicht deutlich, aber man hört im Hintergrund einen Martinshorn, und zwar ein deutsches. Ich war oft genug in Italien, um zu wissen, dass sich die Dinger da anders anhören. So, das heißt, Ihr Bruder ist in Deutschland, wenn nicht sogar in Berlin. Tollen Bruder haben Sie da. Haben Sie denn irgendeine Ahnung, wo der sich aufhalten könnte? Also bei sich in der Wohnung kann er nicht sein, weil da meine Freundin gerade ist. Vielleicht ist er bei Max. Also ich hoffe es nicht, aber... Er hat das letzte Mal seinen ganzen Kram noch dorthin gebracht. Wissen Sie, wo der wohnt? Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fahren wir da mal hin. Ich ziehe mir noch schnell was anderes an und dann würde ich mitkommen. Gut, dann warten wir. Na, das ist doch mal ein Hinweis. Ich werde jetzt die Polizei bitten, die Fahndung nach Herrn Klingenberg einzuleiten. Und dann fahren wir zu diesem Kumpel. Vielleicht haben wir ja Glück. Was? Oh mein Gott, und da ist er. Ich glaube es nicht. Okay. Ich glaube es nicht. Was machst du hier? Willst du mich verarschen? Ich dachte, du bist in Rom. Schwester, Herz, was suchst du denn hier? Und wen hast du da wieder angestellt? Was suche ich hier? Was suchst du hier? Ich bin die Mutter. Weißt du was? Du bist echt das Allerletzte. Du schwängerst meine 15-jährige Tochter und dann willst du jetzt einfach hier abhauen oder was? Nein, wie sieht's denn aus mit Verantwortung ich will übernehmen? Nicht abhauen. Nein. Na, was machst du? Wonach sieht das denn dann aus? Mann, ich liebe sie wirklich, Mann. Ja, davon habe ich jetzt gar nichts gemerkt. Guck mal, ich packe nur die restlichen Sachen ein. Wisst ihr was? Ich habe mich mal belogen, Mann. Ich liebe sie über alles. Ich war extra in Rom, habe extra eine schöne Wohnung gesucht. Ja, klar. Für Melissa und für das Baby. Ich habe schön Kinderzimmer eingerichtet. Alles immer, was ich liebe. Das nehme ich nicht ab, Herr Klingenberg. Wenn das wirklich so ist, warum haben Sie sich da nicht einmal bei Melissa irgendjemand anderem gemeldet? Weil lassen Sie mich in Ruhe. Ja, weil die sich nämlich in Wirklichkeit hier vom Acker machen wollten. Ist Ihnen überhaupt klar, was das hier für ein juristisches Nachspiel hat? Sie haben eine Minderjährige geschwängert, die Ihnen anvertraut war. Sie wollten sich ihrer Unterhaltspflicht hier entziehen. Sie haben überhaupt gar keine Beweise. Ja? Ich lasse mich gar nicht mal einschüchtern. Ach so. Was? Gehen Sie mal. Ich will nicht anfassen, ja? Ja, lass mich anfassen, Mann. Ja, dann wünsche ich eine gute Fahrt, Herr Klingenberg. Geben Sie sofort Schlüssel her, Mann. Nein. Es reicht langsam. Ist Diebstahl. Ey, du haust mich nicht ab, ja? Du haust mich schon wieder ab. Das kannst du nicht bringen. Die Anwältin verständigt sofort die Polizei. Und Melissa Ernst. Es hat so richtig gut getan, den Typen mal die Meinung zu sagen. Und ich hoffe einfach, dass Melissa endlich erkennt, wie blind sie doch war. Ich glaub's nicht. Tickst du noch richtig? Du willst abhauen und dein eigenes Kind im Stich lassen? Wie kann man nur so kalt sein? Ist nicht meine Schuld, glaub mir. Es ist nicht deine Schuld. Ja, glaub mir, ist nicht meine Sieht das aus wie nicht deine Schuld? Was eigentlich willst du denn hier, ich dachte, Mann. Du bist in Rom. Was machst du denn hier? Warum sagst du mir nicht, dass du in Berlin bist und das Kind sehen willst oder so? Glauben Sie, ich habe gar nichts gemacht. Sie hat mich verführt, Mann. Er hat mir gesagt, dass er
der mich liebt. Und wir bauen also eine Familie gemacht. Auf. Was für eine Familie, Mann? Ich wollte nie eine Familie haben. Kapier's, Mann. Guck dir das an. Mann, ich will mit dem Kind nichts zu tun das haben, Mann. Das ist auch dein Kind und du hast genau dieselbe Verantwortung wie ich. Du hast mir gesagt, du nimmst die Pille, Mann. Willst du mich verarschen, Mann? Willst du mich verarschen? Dass du mich liebst. Was für eine Liebe, Mann? Da gab's nie eine Liebe. Nix. Kannst du nur so kalt sein? Ich will nie eine Familie haben. Kapier das? Nicht mit dir oder mit irgendeiner. Darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist mit dir, Mann? Wissen Sie überhaupt was? Was ist los, Mann? Mann! Ja, okay. Mann, ist doch ihre Schuld, man kapiert das, Mann! Dass die wegen denen noch nicht gar nichts gemacht! Die nehmen den jetzt mit, wir haben verhindert, dass er sich hier absetzen kann. Und ich schwöre Ihnen, der wird nicht ungeschoren davonkommen, ja? Auf gar keinen Fall, der wird seine gerechte Strafe bekommen. Kümmern Sie sich jetzt um Ihre Tochter. Ich kann nicht fassen, wie man sich so in einem Menschen täuschen kann. Ich dachte, er ist meine große Liebe und wir gründen eine Familie. Es ist einfach so krass, dass er nichts von seiner Tochter wissen will. Nach und nach kann Melissa die herbe Liebesenttäuschung überwinden, dank ihrer Eltern und ihrer Freundinnen Anna und Lydia. Sogar das Hockeyspielen macht der 15-Jährigen bald wieder Spaß. Ihr erstes Match nach der Schwangerschaft meistert sie mit Bravour. Das war so ein super Spiel, das hättest du sehen müssen. Melissa hat 2 Tore gemacht, trotz Babypause. Herzlichen Glückwunsch, Melissa. Dankeschön. Danke, dass du die Kleine aufgepasst hast. Super lieb von dir. Ach, das ist doch selbstverständlich. Ja, und ich wollte mich auch noch mal bedanken. Ohne dich hätte ich das alles gar nicht geschafft. Ich meine, das, was sich mein Bruder geleistet hat, das ist einfach nicht zu entschuldigen. Deswegen, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Danke. Ich freue mich schon, wenn sie älter wird und dann kann sie mir auch beim Hockeyspielen zugucken. Du, bei denen gehen, wird die ganz schnell ein Superstar werden. Davon kannst du ausgehen. Na klar, es ist schwer, Freunde, Hobby und meine Schule und einen Hut zu bekommen. Aber meine Familie und meine Freunde unterstützen mich einfach, wo sie können. Ja, zu Andreas habe ich keinen Kontakt mehr. Wenn Lilly älter ist und ihn kennenlernen möchte, dann darf sie das natürlich. Vor dem Familiengericht ist Melissa Ernst als Siegerin vom Platz gegangen. Andreas Klingenberg muss für sie und Baby Lilly Unterhalt zahlen. Im Strafverfahren wurde der Hockeytrainer wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt.